Aber ich glaube, das ist dann auch von Charakter dann unterschiedlich. Es geht weg, ne? Es geht komplett weg, okay. Nein. Was ist denn hier schon wieder los? So. Weil, ich bin so ein Mensch, dass ich gerne Leuten eine Freude mache. Weißt du, das ist halt so, weiß nicht, das macht mich am meisten glücklich, wenn andere sich freuen, wenn ich denen eine Freude machen kann. Ne? Das ist halt wirklich so, das mag ich halt einfach. Das ist einfach so, na ja, kein Problem und so, ne? Oh Gott, ah ja, okay. Ich verstehe, wo das Problem liegt. So. Dann versuchen wir es mal hier. Und deswegen. Ne, wie zum Beispiel jetzt auch. Und das kommt auch immer darauf an, welche Leute das sind bei mir, ne? Wenn ich jemanden, weiß nicht, sagen wir jetzt mal, das war jetzt letztens so, in einem Arteria-Nachsorge-Programm. Und da gibt es halt einen Mitarbeiter, ne? Ein Psychotherapeut, den ich sehr mag. Ne? Weil das war so, kennst du das, wenn du Leute kennenlernst, abgesehen jetzt, ob es dein Trainer oder wie auch immer ist, aber die sind sofort sympathisch sind, ne? Und mit denen du dich irgendwie über alles unterhalten kannst und nach einer Weile merkst du, nach ne, zwei, dreimal so treffenmäßig, dass man sich irgendwie schon ewig kennt. Ne? Und das Witzige daran ist, dass auch mein Namensvetter ist. Ja, es ist mein Namensvetter. Und das ist halt so. Ah, hier ist auch wieder. Nee, das geht noch runter, okay. Hier ist aber noch. Ja, warte, ich mach das trotzdem weg, ne? Na, egal. Obwohl. Wäre ich blöd, ich muss ja eigentlich nur hier, ne? Da wäre ich ja blöde. So, komme ich da rein irgendwie. So. Ne? Und dann hat er ja auch erzählt, so, ja, ist halt, ne, ernährt sich vegetarisch, vegan, ne, ist ja auch überhaupt kein Problem, habe ich keinen, ne, warum sollte ich auch, jeder so, wie er mag. Und deswegen hat er auch erzählt, ja, die Leute schicken ihm mehr Schokolade und hier pipapo und ja, das isst er ja nicht, hier Kuhmilch und hast du nicht gesehen. Da dachte ich mir, warte mal, ne, ich bin ja dann so einer, der keine Kosten und Mühen scheut. Und dann habe ich ihm auch ein Geschenk gemacht, ne? Ein materielles, ne? Was Schönes. Weil er war, kann ich ja jetzt erzählen, ne? Footballspieler und hat auch so, ne? Fan von American Football und so weiter und so fort. Und da gibt's dann auf einer Versandplattform, ein Stück Schleichwerbung, so von, die Marke heißt, glaube ich, 40 Yards, ne? Das Problem ist immer, du musst natürlich auch überdenken, ja, hat er das vielleicht schon, weißt du? Jetzt abgesehen von dem Fall, aber auch von anderen Fällen so, ja, ne, weiß ich nicht. Da gab es dann so, ach, wie heißt das? Ach, scheiße, jetzt aber peinlich. Der Ball, wie heißt denn der nochmal? 530 Kickball Change. Ne, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall als Tasse, ne? Und dann halt noch so Fruchtgummi mit dem Geschmack Cola und Bier, ne? Auch vegan tatsächlich. Und dann als so kleine, ja, so Football-Sache, ne? Kleines Stadion, Spielertrikot, Pipapo, hast du nicht gesehen. Ne, warte mal, der Ball heißt ja Football. Ist das nicht der Football? Ich weiß nicht. Hat bestimmt auch noch einen anderen Namen. Ich will, naja, ich bin, ne, bevor ich mich noch blamiere. Warte mal, ich geh mal kurz pennen. Und dann auch extra so Football-Geschenkspapier, ne, dass das wirklich so thematisiert ist und mal was anderes. Und ganz ehrlich, ne, ganz ehrlich, warum denn nicht? Warum denn auch einfach nicht, ne? Weil man sich mit demjenigen versteht und der auch wirklich an gute Arbeit leistet und ne, die Probleme, die ich hatte, sind natürlich auch durch ihn dann halt auch besser geworden, muss man halt einfach sagen.
Und das ist dann halt so eine kleine Geste Aufmerksamkeit, weißt du? Weil, weiß nicht, ich denke mal, es sind so die Kleinigkeiten, die im Leben drauf ankommen. Ne? Und warum denn nicht? Weißt du, auch wenn man sich nicht Jahre kennt oder wie auch immer, ist es doch schön, jemand eine Freude zu machen. Ne? Deswegen. Und deswegen bin ich da so. Ne? Bin ich da so. Okay, pass auf. Da ist mir dann auch ehrlich gesagt egal. Ne? Klar, natürlich jetzt nicht hier über 100, 150 Euro. Ne? Aber so eine Kleinigkeit. Ne? Und dann gucke ich halt, dass sich das, dass das auch thematisch ein bisschen passt. Ich musste gerade rechts, guck mal, wenn er seine, die Dings schwingt, ne? Das sieht dann so rechts immer komisch aus, als wäre das nochmal so ein Slow-Mo. Ja, okay. Ja, ich bin durch. Ich bin durch im Kopf. Ist ja kein Geheimnis mehr. Ja. So. Was habe ich denn da gerade bekommen? TikTok oder was? Hab mir gerade einen TikTok zugesandt. Was ist los hier? Warte mal. Ach, Morianne. Morianne. So, pass auf. Ne? Und das mag ich halt. Deswegen freut es mich ja auch, ne, wenn Leute mich abonnieren, wenn die einen Kommentar da lassen und sagen, ey, cool, was du machst und hier pipapo, ne? Finde ich halt mega. Und das freut mich dann halt auch so, ne? Und deswegen mache ich das ja. Das ist ja auch dann wieder die Motivation, die mich anspornt. Klar, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Es ist halt einfach so, it is what it is. Vielleicht sollte ich einfach mal hier, ne? Aber, ja. Man muss halt immer differenzieren, ob man wirklich jemanden guckt, weil man ihn mag. Oder weil man ihn guckt, weil er gerade dieses Spiel spielt, ne? Und wie gesagt, da mache ich auch keinen Hehl draus. Das ist jedem selbst überlassen. Ne? Deswegen, alles gut, du, alles gut. So, Jetpack müssten wir auch mal bald mal wieder auffüllen. Bäh, bäh, bäh. So. Ne? Ja, wir schauen mal, was das Jahr bringt. Ne, wir schauen mal, was das Jahr bringt. Es ist vielleicht auch so eine Art Neuanfang. Ne? Eine Art Neuanfang. Ja. Ich hatte dann schon auch schon überlegt, dass man wirklich nur ich kann ja ein bisschen so die Gedanken teilen, was ich mir so gedacht hätte, dass man macht nur zwei Langzeit-Let's Plays, alles andere nicht. Ne? Dass man vielleicht dann auch noch ein bisschen Zeit für Stream hat, aber das auch immer so, das ist Käse, das ist Käse. Das ist Käse. Ne? So. Wir kicken einfach mal. Ne? Ich lasse mich auch mal überraschen. Überraschung. Ich lasse mich auch mal überraschen. Gute Deutsch diese. Aber zum Glück muss ich mich damit nicht befassen. Damit kann sich dann der Zukunft schon mit befassen. Ne? Ich bin da fein aus dem Schneider, Gott sei Dank. Deswegen. Seid gespannt, meine lieben Leute. Seid gespannt. Ne? Wäre natürlich auch schön, wenn das ein oder andere Let's Play Together dann auch nochmal kommen würde, ne? Ja. Aber gut. Ne? Bin sowieso momentan haben sich wieder Sachen ergeben, wo ich mir dachte, es ist manchmal gut, wenn du mit diesen Leuten auf Abstand gehst. Ne? Weil, oder auch, dass du das Gefühl hast, ich hasse Menschen, ne? Dass man so ein bisschen auch einsamer Wolf ist und so, ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ganz ehrlich, so, ich bin momentan auch,
so auf dem Level, juckt mich auch gar nicht mehr, ne? Juckt mich auch gar nicht mehr. Wenn jemand meint, da irgendeine Szene zu spielen und sich aufzuführen, als wäre King Louis im Dschungel, ganz ehrlich, dann ciao, ne? Dann ciao. Ne, brauche ich nicht, ne? Das Witzige war, das kann ich ja mal erzählen, ich habe mit einer Person geschrieben, ne? In der Reha hatte ich mit einer Person geschrieben, das war noch diese Dating-Portale-Zeit, die habe ich ja komplett aus meinem Leben verbannt, weil ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Hatte man nett geschrieben, hier pipapo, hast du nicht gesehen. Und diese Person war, oder ist, was ich vorher, obwohl ich sehe das vorher immer meistens, aber da war ich mir nicht so sicher, war halt von Frau zu Mann. Ne? Ist ja auch erstmal kein Problem, habe ich auch kein Problem mit. Dann haben wir so geschrieben, pipapo, hast du nicht gesehen und pipapo. Ne? Auch so ein bisschen flirty-murty, kann ich ja auf und zugeben, also pff, ne, scheißegal. Dann weniger Kontakt, als die Reha dann zu Ende war. Ne, dann ist natürlich wieder der Alltag losgegangen, Termine, hier pipapo, und hast du nicht gesehen. Und dann war der Kontakt auch irgendwie weg. Ne? Diese Person hatte mich dann auch nochmal auf Facebook gestalkt. Also was heißt gestalkt, aber ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich als Freund vorgeschlagen und so, keine Ahnung. Da bekomme ich vor ein paar Tagen eine Nachricht. Ja, ich wollte dir noch sagen, für mehr wird es wohl nicht mehr, wir hatten lange nicht mehr geschrieben, ne? Weil für mich war die Sache dann auch eigentlich so erledigt, weißt du? Ja, für mehr wird es wohl nicht mehr reichen, tut mir leid, aber auf eine freundschaftliche Basis würde ich mich dann noch einigen. Ich wünsche dir noch frohe Festtage, PS, um Missverständnisse zu vermeiden. Wo ich mir dachte, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist so eine unnötige Nachricht, weißt du? Weil da wäre von meiner Seite sowieso nicht mehr gekommen. Verstehst du, wie ich meine? Also deswegen, ich weiß nicht, ob manchmal Menschen denken, wer sie denn sind. Ne? Nicht im bösen Sinne gemeint, sondern dieses, ja, ich wollte dir das sagen, bevor du noch meinst, es würde, ne? Wo du dir denkst, sag mal, willst du mich verarschen? Also manche Menschen verstehe ich da nicht. Ne? Diese unnötigen Nachrichten oder auch unnötige Diskussionen. Weil ich bin da auch nicht drauf eingegangen. Früher wäre ich da sofort drauf eingesprungen und hätte gesagt, ja, bist du bescheuert, wer denkst du, wer da bist? Ich habe einfach nur geschrieben, da wäre sowieso nicht mehr gekommen. Möchte dazu auch nichts weiter sagen. Wünsche dir Aufruhr, Festtage und tschüss. Ne? Weil du brauchst da nicht, nee, hab ich keinen Nerv drauf, da nochmal zu diskutieren. Weißt du? Habe ich echt keinen Nerv mehr drauf. Oder letztens auch, das kann ich auch einfach erzählen. Das war vor ein paar Tagen sogar so. Dass jemand sagte, ne, weil man, du kennst das wahrscheinlich, man kennt sich jetzt schon eine längere Zeit übers Internet, ne? Und man sagt so, also so finde ich das, oder wenn man dann halt auch in der Nähe wohnt, ne? Zum Beispiel jetzt Ruhrpottgebiet oder wo auch immer man, ne, dass man sich vielleicht einmal mal trifft, so, ne? Um zu schauen, ob das in der Realität auch so ist, wie man, ne, weil ich muss sagen, die Leute, die ich getroffen habe, die ich über Internet kennengelernt habe, waren immer korrekt. Ja gut, nicht alle, ne, da hat man sich dann, ja, RP, Schmerpi, sag ich nur, aber sonst war es halt immer eine geile Zeit. So, und dann kam diese Person, ja, ich kann das nicht, ne, pipapo, sich mit jemandem treffen, wenn man das Internet kennt, da habe ich zu der Person gesagt, ja, das ist auch dann dein Problem, dann hast du doch ein Problem damit.
Nein, ich habe damit kein Problem. Ich habe damit kein Problem. Nein. Ich wollte nur sagen, dass ich da auch ein bisschen Angst habe, dass die Leute in der Realität nicht so sind, wie sie im Internet sind. Ich so, ja, kann ich verstehen. Ne? Klar sollte man da vorsichtig sein. Aber trotzdem ist es doch dein Problem. Nein, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Das Ende vom Lied. Ich wurde bei Discord geblockt. Ja. Ich meine, ich mache da auch keinen Hehl draus. Ich möchte diese Person auch nicht wirklich vorführen hier. Aber das ist einfach Kindergarten für mich. Das ist einfach Kindergarten für mich. Und dann noch, weil wir waren zu dritt. Und natürlich, wenn jemand beleidigt rausgeht aus einer Konversation, dass man sich natürlich darüber unterhält, was der andere dann dem anderen schreibt. So. Diese Person, die dann bockig aus dem, ne, gegangen ist, hatte dann der einen Person geschrieben und hatte mir das dann gesagt. Und ich habe der bockigen Person das geschrieben. Also beziehungsweise darauf geantwortet. Ja, und dann ging es erst richtig los. Ja, soll ich dich auch blockieren? Ja, ich habe John jetzt blockiert. Soll ich dich auch blockieren? Willst du das? Und so, weißt du, so richtig zwingend. Wo du denkst, Junge, wer bist du? Weißt du? Und vorher darüber noch geredet, dass diese eine Person sehr manipulativ ist, hat diese Person selber gesagt. Und das dann direkt auszunutzen, ja, weiß ich nicht. Ne? Dieses Wissen, soll ich dich als Freund entfernen? Ganz ehrlich, dann mach das doch. Ne? Ja, ich verstehe manchmal Menschen nicht. Dieses immer auf die Goldwaage legen, immer, ne? Alles persönlich nehmen und dann auch die eigenen Fehler nicht mal eingestehen, nicht kritikfähig sein. Es war eine normale Konversation, weißt du, und dann dazu abzugehen wie so ein bockiges Kind, weiß ich nicht. Allein immer dieses Blockieren. Ne? Klar, natürlich, ich habe das auch früher gemacht und bei manchen Personen mache ich das immer noch. Aber das ist dann halt wirklich auch so, weil da auch krassere Sachen vorgefallen sind und man da auch einfach keinen Bock hat. Ne? Man hat da einfach keinen Bock drauf. Ne? Und irgendwann vergisst man die Leute auch einfach. Aber dieses Trotzige, weißt du, dieses Trotzige, dieses Beleidigende, ich kapier das nicht. Ne? Ich meine, manchmal bin ich auch im Kopf, ne, wie so noch so ein 15-Jähriger, 60-Jähriger oder so kleines Kind, ne? Bin ja auch sehr, sehr kindisch, muss man sagen, in manchen Situationen. Warte mal kurz. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja nicht derjenige, der dann, weißt du, wenn mir jemand blöd kommt, bin ich nicht derjenige, ja, nee, das ist mir zu blöd. Weißt du, und dann noch zu sagen, eigentlich wollte ich gerade rausgehen, weil mir das zu dumm war. Und ich mir dachte, ja, dann geh auch raus. Ne, was ich auch gesagt habe. So. Deswegen. Ich denke dann immer, weißt du, sonst war ich immer der Buhmann, ne? Aber diesmal war es tatsächlich andersrum. Wo ich mir dachte, wow, okay, was ist denn jetzt hier, ne? Aber gut. So ist das. Ne? Deswegen, es ist dann für mich auch einfach gegessen. Weißt du, dann ist das so, wenn die Person das so meint, oder auch allgemein die Person das so meint, dass sie so reagieren müssen, wie sie reagieren, ist das deren Sache, aber dann brauchen sie mich nicht weiter mehr damit, ne, nerven. Ne? Weil ich muss mir da echt keinen Kopf mehr darüber zerbrechen. Ja, da war noch so eine Situation, aber die erzähle ich mal jetzt nicht. Aber da dachte ich mir auch so, ganz ehrlich, fuck you, ne, fuck you. So nach dem Motto, ja, ich schreibe dir sonst nicht, aber wenn ich dann die Person anschreibe, ja, hier, was machst du da und da und pipapo, ne? Und wenn man dann sagt, ja, nee, geht nicht, ne, zu spontan, dass man dann gar nicht mehr schreibt, weil man ist ja dann immer selber derjenige, ne, der dann immer die Leute anschreiben muss.
Von daher, da habe ich mir auch gedacht, so, nee, ganz ehrlich, verarschen kannst du dich selber, ne? Verarschen kannst du dich selber. Und dann muss ich dann später auch noch was machen. Pass auf, das mach ich später. Sonst fällt das auf. Oder irgendwann mal, wenn ich dran denke. Weil ich, ganz ehrlich, ich bin kein kleines Blach mehr, ne? Und ich lasse mich auch nicht mehr verarschen. Und ich bin auch nicht jemand, der dann da hinterher rennt, hinterher heult und sagt, oh, bitte, 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 ne? Oder auch nachfragt. Weil ganz ehrlich, oh, wir haben es geschafft. Ich bin nicht der Blödmann, ne? Ich bin wirklich nicht der Blödmann und habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Gerade so, ne? Okay. Ich gehe mal kurz pennen. Ne? Das ist, ja. Manche Menschen sind einfach nur ein bisschen dumm im Kopf. Ne? So, gute Nacht.